Die Märchentante. Deine Einschlafsendung mit meditativer Abendentspannung und einer Geschichte aus meinem Märchenbuch. Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Märchentante. Ich freue mich, dass du dabei bist und dass ich dich in den Schlaf begleiten darf. Und zwar heute habe ich dir ein Märchen der Gebrüder Grimm mitgebracht. Es heißt das Wasser des Lebens und es beinhaltet eigentlich alles, was ein Märchen so braucht. Da gibt es Prinzen und Prinzessinnen und ein verwunschenes Schloss und Abenteuer und zum Schluss wird wie immer alles gut. Und das ist ja auch das Schöne an Märchen. Ja, bevor es losgeht, machen wir erstmal so eine ganz kleine meditative Entspannungssequenz zur Verabschiedung des Tages. Und ich bitte dich, mach's dir doch mal in deinem Bett so richtig bequem. Bleib aber vielleicht erstmal nochmal sitzen, aufrecht, mit offenen Augen und blicke dich mal in dem Raum, in dem du dich befindest, nochmal um. Und schau so, wie deine Umwelt in diesem Moment, an diesem einzigartigen Abend denn so aussieht. Versuche, ganz wertfrei die Dinge zu betrachten und einfach so, wie sie sind, sein zu lassen. Und während du dich so umblickst, verabschiede dich in Gedanken von deiner Umwelt, vom Außen. Und dann lege dich hin, mach's dir bequem. Und wenn du willst, dann schließe deine Augen. Nimm ein paar tiefe und ganz bewusste Atemzüge. Und spüre, wie dein Brustkorb und dein Bauch sich heben und senken bei jedem Atemzug. Wenn du möchtest, dann kannst du auch eine Hand auf deine Brust und die andere Hand auf deinen Bauch legen und genau dort nochmal hineinspüren. Spüre deinen Herzschlag, deinen Atem. Und vielleicht kannst du auch so die herzliche Verbindung zu dir selbst spüren. Das Gefühl von, das bin ich. Dann versuche dir selbst ein Lächeln zu schenken und bedanke dich bei dir selbst für diesen Tag, für das, was du heute alles getan und geschafft hast. Und dann rüttel dich so richtig angenehm in dein Kissen unter deiner Decke zurecht. Kuschel dich ein und komm an. Spüre die Unterlage, die Decke auf dir. Und vielleicht kannst du auch schon spüren, wie dein Körper immer schwerer, immer entspannter in die Kissen sinkt. Und mit jedem Atemzug
stell dir vor, dass du noch ein bisschen mehr vom Tag loslassen kannst. Vor allem mit dem Ausatmen. Lass los. Der Tag ist vorbei. Und du darfst entspannen. Darfst faul sein, es dir gemütlich machen. Dich in dir wohlfühlen. Und zwar mehr und mehr mit jedem Atemzug. Wohlig warm und geborgen. Und vielleicht huscht da noch so das ein oder andere Bild des Tages vor deinem inneren Auge vorbei. Dinge, die du heute erlebt hast, die du gesehen hast, an die du gedacht hast. Das ist jetzt alles schon Vergangenheit. Lasse die Bilder ziehen. Und dann komm an im Land der Märchen. Weit, weit weg von hier. Ganz weit weg. Ganz angenehm. Und mehr entspannt. Es war einmal ein König. Der war krank und niemand glaubte, dass er mit dem Leben davonkäme. Er hatte 3 Söhne, die waren darüber betrübt, gingen hinunter in den Schlossgarten und weinten. Da begegnete ihnen ein alter Mann, der fragte sie nach ihrem Kummer. Sie sagten ihm, ihr Vater wäre so krank, dass er wohl sterben würde. Denn es wolle ihm nichts helfen. Da sprach der Alte: Ich weiß ein Mittel, das ist das Wasser des Lebens. Wenn er davon trinkt, so wird er wieder gesund. Es ist jedoch schwer zu finden. Der Älteste sagte: Ich will es schon finden. Ging zum kranken König und bat ihn, er möchte ihm erlauben, auszuziehen, um das Wasser des Lebens zu suchen, denn das könnte ihn allein heilen. Die Gefahr dabei ist zu groß, sprach der König. Lieber will ich sterben. Er bat aber so lange, bis der König einwilligte. Der Prinz dachte in seinem Herzen: Bringe ich das Wasser, so bin ich meinem Vater der Liebste und erbe das Reich. Also machte er sich auf, und als er eine Zeit lang fortgeritten war, stand da ein Zwerg auf dem Wege. Der rief ihn an und sprach: Wo hinaus so geschwind? Dummer Knirps, sagte der Prinz ganz stolz, das brauchst du nicht zu wissen, und ritt weiter. Das kleine Männchen aber war zornig geworden und hatte einen bösen Wunsch getan. Der Prinz geriet bald hernach in eine Bergschlucht, und je weiter er ritt, desto enger taten sich die Berge zusammen, und endlich ward der Weg so eng, dass er keinen Schritt weiter konnte.
Er war eingesperrt. Der kranke König wartete lange Zeit auf ihn, aber er kam nicht. Da sagte der zweite Sohn: Vater, lasst mich ausziehen, um das Wasser zu suchen. Und er dachte sich dabei: Ist mein Bruder tot, so fällt das Reich zu mir. Der König wollte ihn anfangs auch nicht ziehen lassen. Endlich gab er nach. Der Prinz zog also auf demselben Wege fort, den sein Bruder eingeschlagen hatte, und begegnete auch dem Zwerg, der ihn anhielt und fragte, wohin er so eilig wollte. »Kleiner Knirps«, sagte der Prinz, »das brauchst du nicht zu wissen«, und ritt fort, ohne sich weiter umzusehen. Aber der Zwerg verwünschte ihn, und er geriet wie der andere in die Bergschlucht und konnte nicht vorwärts und rückwärts. So geht's aber den Hochmütigen. Als auch der zweite Sohn ausblieb, so erbot sich der Jüngste, auszuziehen und das Wasser zu holen. Und der König musste ihn endlich ziehen lassen. Als er dem Zwerg begegnete und dieser fragte, wohin er so eilig wollte, so hielt er an, gab ihm Rede und Antwort und sagte: Ich suche das Wasser des Lebens, denn mein Vater ist sterbenskrank. Weißt du auch, wo es zu finden ist? Nein, sagte der Prinz. Weil du dich betragen hast, wie sich's geziemt, nicht übermütig wie deine falschen Brüder, so will ich dir Auskunft geben und dir sagen, wie du zum Wasser des Lebens gelangst. Es quillt aus einem Brunnen in dem Hofe eines verwünschten Schlosses. Aber du trinkst nicht hinein, wenn ich dir nicht eine eiserne Rute gebe und zwei Laiberchen Brot. Mit der Rute schlag dreimal das eiserne Tor des Schlosses. So wird es aufspringen. Inwendig liegen zwei Löwen, die den Rachen aufsperren. Wenn du aber jedem ein Brot hineinwirfst, so werden sie still. Und dann eile dich und hol von dem Wasser des Lebens, bevor es 12 schlägt. Sonst schlägt das Tor wieder zu und du bist eingesperrt. Der Prinz dankte ihm, nahm die Rute und das Brot und machte sich auf den Weg. Und als er anlangte, war es so, wie der Zwerg gesagt hatte. Das Tor sprang beim dritten Rutenschlag auf, und als er die Löwen mit dem Brot besänftigt hatte, trat er in das Schloss und kam in einen großen, schönen Saal. Darin saßen verwünschte Prinzen, denen zog er die Ringe vom Finger. Dann lag da ein Schwert und ein Brot. Das nahm er mit. Und weiter kam er in ein Zimmer, darin stand eine schöne Jungfrau. Die freute sich, als sie ihn sah, küsste ihn und sagte, er hätte sie erlöst und sollte ihr ganzes Reich haben, und wenn er in einem Jahr wiederkäme, so soll ihre Hochzeit gefeiert werden. Dann sagte sie ihm auch, wo der Brunnen wäre mit dem Lebenswasser. Er müsste sich aber eilen, um daraus zu schöpfen, ehe es 12 schlüge. Da ging er weiter und kam endlich in ein Zimmer, wo ein schönes, frisch gedecktes Bett stand. Und weil er müde war, wollte er erst ein wenig ausruhen. Also legte er sich und schlief ein. Als er erwachte,
schlug es 11:45. Da sprang er ganz erschrocken auf, lief zum Brunnen und schöpfte daraus mit einem Becher, der daneben stand. Dann eilte er, dass er fortkam. Wie er eben zum eisernen Tor hinausging, da schlug's 12. Und das Tor schlug hinter ihm heftig zu. Er war froh, dass er das Wasser des Lebens erlangt hatte, ging heimwärts und kam wieder an dem Zwerg vorbei. Als dieser das Schwert und das Brot sah, sprach er: »Damit hast du großes Gut gewonnen. Mit dem Schwert kannst du ganze Heere schlagen, und das Brot wird niemals all.« Der Prinz wollte ohne seine Brüder nicht zum Vater nach Hause kommen und sprach: »Lieber Zwerg, kannst du mir nicht sagen, wo meine 2 Brüder sind? Sie sind früher als ich nach dem Wasser des Lebens ausgezogen und sind nicht wiedergekommen.« »Zwischen 2 Bergen stecken sie eingeschlossen«, sprach der Zwerg. »Dahin habe ich sie verwünscht, weil sie so übermütig waren.« Da bat der Prinz so lange, bis der Zwerg sie wieder losließ. Aber er warnte ihn und sprach: »Hüte dich vor ihnen. Sie haben ein böses Herz.« Als seine Brüder kamen, freute er sich und erzählte ihnen, wie es ihm ergangen wäre, dass er das Wasser des Lebens gefunden und einen Becher voll mitgenommen und eine schöne Prinzessin erlöst hatte. Die wollte 1 Jahr auf ihn warten. Dann sollte Hochzeit gehalten werden und er bekäme ein großes Reich. Danach ritten sie zusammen fort und gerieten in ein Land, wo Hunger und Krieg war. Und der König glaubte schon, er müsse verderben. So groß war die Not. Da ging der Prinz zu ihm, gab ihm das Brot, womit er das ganze Reich speiste und sättigte, und dann gab ihm der Prinz auch das Schwert. Damit schlug er die Heere seiner Feinde und konnte nun in Ruhe und Frieden leben. Dann nahm der Prinz sein Brot und Schwert wieder zurück und die 3 Brüder ritten weiter. Sie kamen aber noch in 2 Länder, wo Hunger und Krieg herrschte. Und da gab der Prinz dem König jedes Mal sein Brot und Schwert und hatte nun 3 Reiche gerettet. Danach setzten sie sich auf ein Schiff und fuhren übers Meer. Während der Fahrt, da sprachen die beiden Ältesten unter sich: »Der Jüngste hat das Wasser des Lebens gefunden und wir nicht. Dafür wird ihm unser Vater das Reich geben, das uns gebührt, und er wird unser Glück wegnehmen.« Da wurden sie rachsüchtig und verabredeten miteinander, dass sie ihn verderben wollten. Sie warteten, bis er einmal fest eingeschlafen war. Dann gossen sie das Wasser des Lebens aus dem Becher und nahmen es für sich. Ihm aber gossen sie bitteres Meerwasser hinein. Als sie nun daheim ankamen, brachte der Jüngste dem kranken König seinen Becher, damit er daraus trinken und gesund werden sollte. Kaum aber hatte der König ein wenig von dem bitteren Meerwasser getrunken, so ward er noch kränker als zuvor. Und wie er darüber jammerte, kamen die beiden ältesten Söhne und klagten den Jüngsten an, er hätte ihn vergiften wollen. Sie brachten ihm das rechte Wasser des Lebens und reichten es ihm. Kaum hatte er davon getrunken, so fühlte er seine Krankheit verschwinden und war stark und gesund wie in seinen jungen Tagen.
Danach gingen die beiden zu dem Jüngsten, verspotteten ihn und sagten: Du hast zwar das Wasser des Lebens gefunden, aber du hast die Mühe gehabt und wir den Lohn. Du hättest klüger sein und die Augen aufbehalten sollen. Wir haben es dir genommen, während du auf dem Meere eingeschlafen warst. Und übers Jahr, da holt sich einer von uns noch die schöne Königstochter. Aber hüte dich, dass du nichts davon verrätst. Der Vater glaubt dir doch nicht. Und wenn du ein einziges Wort sagst, so sollst du noch obendrein dein Leben verlieren. Schweigst du aber, so soll es dir geschenkt sein. Der alte König war zornig über seinen jüngsten Sohn und glaubte, er hätte ihm nach dem Leben getrachtet. Also ließ er den Hof versammeln und das Urteil über ihn sprechen, dass er heimlich sollte erschossen werden. Als der Prinz nun einmal auf der Jagd ritt und nichts Böses vermutete, musste des Königs Jäger mitgehen. Draußen, als sie ganz allein im Wald waren und der Jäger so traurig aussah, sagte der Prinz zu ihm: Lieber Jäger, was fehlt dir? Der Jäger sprach: Ich kann's nicht sagen und soll es doch. Da sprach der Prinz: Sag heraus, was es ist, ich will dir es verzeihen. Ach, sagte der Jäger, ich soll euch totschießen, der König hat's mir befohlen. Da erschrak der Prinz und sprach: Lieber Jäger, lass mich leben, da gebe ich dir mein königliches Kleid, gib du mir dafür dein schlechtes. Der Jäger sagte: Das will ich gerne tun. Ich hätte ja doch nicht nach euch schießen können. Da tauschten sie die Kleider und der Jäger ging heim. Der Prinz aber ging weiter in den Wald hinein. Über eine Zeit, da kamen zum alten König drei Wagen mit Gold und Edelsteinen für seinen jüngsten Sohn. Sie waren aber von den drei Königen geschickt, die mit des Prinzen Schwert die Feinde geschlagen und mit seinem Brot ihr Land ernährt hatten und die sich dankbar bezeigen wollten. Da dachte der alte König: Sollte mein Sohn unschuldig gewesen sein? Und sprach zu seinen Leuten: Wäre er doch noch am Leben. Wie tut mir's leid, dass ich ihn habe töten lassen. Er lebt noch, sagte der Jäger. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, euren Befehl auszuführen. Und er sagte dem König, wie es zugegangen war. Da fiel dem König ein Stein vom Herzen und er ließ in allen Reichen verkündigen, sein Sohn dürfte wiederkommen und sollte in Gnaden aufgenommen werden. Die Königstochter inzwischen ließ eine Straße vor ihrem Schloss machen, die war ganz golden und glänzend. Und sie sagte ihren Leuten, wer darauf geradewegs zu ihr geritten käme, das wäre der Rechte, und den sollten sie einlassen. Wer aber daneben träte, wäre nicht der Rechte und den sollten sie auch nicht einlassen. Als nun die Zeit bald herum war, dachte der Älteste, er wollte sich eilen, zur Königstochter gehen und sich für ihren Erlöser ausgeben. Da bekäme er sie zur Gemahlin und das Reich daneben. Also ritt er fort, und als er vor das Schloss kam und die schöne goldene Straße sah, dachte er: Das wäre jammerschade, wenn du darauf rittest. Er lenkte sein Pferd ab und ritt rechts nebenher. Wie er aber vor das Tor kam, sagten die Leute zu ihm, er wäre der Rechte nicht. Er sollte wieder fortgehen.
Bald darauf machte sich der zweite Prinz auf. Und wie er zu der goldenen Straße kam und das Pferd den einen Fuß darauf gesetzt hatte, dachte er, es wäre ja mal schade, das könnte etwas abtreten. Er lenkte es ab und ritt links nebenher. Wie er aber vor das Tor kam, sagten die Leute, er wäre der Rechte nicht, er sollte wieder fortgehen. Als nun das ganze Jahr herum war, wollte der Dritte aus dem Wald fort zu seiner Liebsten reiten und bei ihr sein Leid vergessen. Also machte er sich auf und dachte immer wieder an sie und wäre gern schon bei ihr gewesen. So sah er die goldene Straße gar nicht. Da ritt sein Pferd mitten darüber hin und als er vor das Tor kam, war es aufgetan. Und die Königstochter empfing ihn mit Freuden und sagte, er wäre ihr Erlöser und der Herr des Königreichs. Dann war die Hochzeit gehalten mit großer Glückseligkeit. Und als sie vorbei war, erzählte sie ihm, dass sein Vater ihn zu sich entboten und ihm verziehen hätte. Da ritt er hin und sagte ihm alles, wie seine Brüder ihn betrogen und er doch dazu geschwiegen hätte. Der alte König wollte sie strafen, aber sie hatten sich schon aufs Meer gesetzt und waren fortgeschifft. Sie kam ihr Lebtag nicht wieder. Der junge Königssohn und seine schöne Frau aber lebten glücklich und zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch. Und dir wünsche ich eine gute Nacht, wundervolle Träume und einen tiefen, erholsamen Schlaf.